So, Freunde, wieder mal bei Way of the Hunter unterwegs. Ihr seht es jetzt hier, habt es gerade vielleicht noch an der Karte gesehen. Ich versuche jetzt hier in diesem Jagdgebiet die Wapiti Challenge endlich mal zum Abschluss zu bringen. Die hat mich schon ein bisschen in die Verzweiflung teilweise getrieben, weil ich zu forsch an die Herden rangehe oder wenn dann den Schuss nicht gut genug setze, weil ihr müsst ja ein männliches Tier aus 100 Metern oder weniger im Prinzip, ihr könnt es ja oben links nachlesen, mit einem Schuss niederstrecken. So, ich bin jetzt schon die ganze Zeit hier in diesem Gebiet unterwegs und jetzt wollen wir mal schauen. Ich habe eine Herde ein bisschen, ja, vor mir hergetrieben will ich jetzt nicht sagen, aber sie ist vor mir unterwegs. Da haben wir schon mal einen Hochstand, einen, das ist schon mal gut, weil der ja eure ganzen Gerüche auch verdeckt quasi, auch wenn ihr mit, ich sag jetzt mal, nicht guten Wind unterwegs seid. Und wenn ich jetzt in die Richtung weitergehe, ihr seht es ja bei mir unten rechts, ich bin hier mit weiß Gott keinem guten Wind unterwegs und von daher ist die Aussage schon so schon richtig. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir jetzt welche hier in der Gegend? Ich meine ja. Jetzt ist die Frage, wie weit sind sie weg? Aber ich muss sagen, nach dem letzten Livestream vor einigen Tagen, der ehrlicherweise inhaltlich mir nicht gut gelungen ist, weil ich einfach keine wirklichen Jagderfolge erzielt habe, habe ich nochmal offline, oh, da sind Wapitis, habe ich nochmal offline für mich die ein oder andere Stunde tatsächlich gespielt. Und ich bin jetzt so ein bisschen in so einen Flow gekommen. Kennt ihr das, wenn ihr mit einem Spiel, ihr spielt gerne ein Spiel, aber es gibt Sachen, die passen noch nicht so 100%. Da sind die Wapitis, Freunde. Da oben sind sie. Da sind auch Männchen dabei, jawohl. Das sollte also ganz gut passen eigentlich. Ja, wie gesagt, danach bin ich jetzt eigentlich in den Flow vom Spiel gekommen. Ja? Also ich habe da richtig gut gejagt, Fasane, den einen oder anderen Maultier und Weißwedelhirsch. Das hat gut geklappt und ich werde demnächst auch mal wieder noch einen größeren Jagd-Livestream mit euch gemeinsam machen. Den werde ich auch ankündigen und da haben wir dann ein bisschen mehr Zeit und da könnt ihr das dann auch für euch ein bisschen einplanen. Gibt ja doch einige Leute, die auf dem Kanal das Spiel sehr gerne schauen. Und ich spiele es ja auch mega gerne. Ja, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Das ist ein super Spiel. Für mich immer noch eins der Überraschungsspiele 2022. Und auch eins der besten, die ich dieses Jahr tatsächlich gespielt habe. Egal jetzt welches Genre. Bin ja auch mega gespannt, welche beiden Jagdgebiete sie uns mit Season 1 noch präsentieren wollen. Gerüchte gibt es ja über Afrika und eine arktische Map. Also entweder Arktis oder Antarktis, wahrscheinlich eher Arktis. Die Gerüchte habe ich vor ein paar Tagen schon mitbekommen. Ja, kann jetzt schwer was dazu sagen, woher diese Gerüchte inhaltlich stammen. Aber es ist im Netz zu lesen. Way of the Hunter soll tatsächlich eine Afrika-Map bringen in der Season 1 und eine Arktis-Map. Und eine Arktis-Map. Oh. Oh, hier, hier direkt vor mir ist einer. Aber ich glaube, mit dem Getrampel eben, auch wenn es nur rückwärts war, ja, habe ich ihn verscheucht. Ja, das hätte ich nicht machen dürfen. Da hätte ich ihn stehen bleiben müssen. Das war ein taktischer Fehler von mir. Da hätte ich stehen bleiben müssen. Ich bin ja geduckt. Klar, wenn er mich dann aus 40, 50 Metern sieht und wegläuft, okay. Aber ich glaube, ich habe sie so verjagt. Ich glaube, ja. Ah, da hinten sind sie. Seht ihr es? Das sind doch, das ist doch eine Herde, oder? Okay. Plan neu ausklügeln.
auf den Hochstand muss ich gehen. Wenn mich diese Herde da hinten auf den Hochstand lässt, dann glaube ich, habe ich eine gute Chance, mit dem Caller ein Männchen ranzukriegen auf die Entfernung. Schauen wir mal. Weil der Wind so jetzt ist eine absolute Katastrophe. 10 Meter der Wind, der aus meinem Rücken alles von mir nach vorne treibt, sämtliche Gerüche. Absolute Katastrophe. Okay, wir probieren's. Ich glaube, der Hochstand ist eine realistische Chance, aber nur dann, wenn ich dort hinaufkomme, ohne dass die Herde dort vorne am Horizont hinter dem Hochstand wieder wegläuft. Weil ich glaube, dann treibe ich sie weiter vor mir her und müsste auch hinterher. Und das würde vom Hochstand nicht funktionieren. Aber wie gesagt, das ist nur eine ganz grobe Einschätzung. Hier könnt ihr mal ganz kurz schauen, wo ich überhaupt unterwegs bin. Hier, das ist der See. Genau. Ich hoffe, ihr habt es erkannt, wo ungefähr das ist auf der Nordamerika-Map. Ja, die Tiere sind ruhig. Das ist erst einmal ein gutes Zeichen. Aktuell ist es logisch. Wir schauen noch mal. Okay. Wir müssen es jetzt hier sauber hinbekommen, zum Hochstand zu gehen. Aber ich werde da weder hinrennen noch sonst was tun. Ja, aus diesem Blickwinkel sehe ich... Ah, da oben. Da, ja, im Wald. Rechts hoch sind sie hochgelaufen. Ich fange mal an zu callen. Mal schauen. Wir haben ja hier nichts zu verlieren. Ah, hier vorne. Wisst ihr was? Das war genau das Tier, was vorhin hier vorne im Busch 40 bis 60 Meter weg war. Schade. Aber ich sag jetzt mal, im Sprinttempo rennt er jetzt auch nicht weg. Insofern bin ich da eigentlich noch frohen Mutes, dass das hier halbwegs funktionieren kann. Schauen wir nochmal. Ja, ich muss zum Hochsitz. Hilft nichts. Ist mit dem Wind im Rücken hier die einzig vernünftige Taktik. Bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert hätte, wenn der aus den Büschen gekommen wäre. Weil bei über 10 Meter pro Sekunde Wind hätte das ja schon einiges an Geruch vor mir hergetragen. Aber gut, die Antwort werden wir jetzt hier nicht finden, weil die Situation sich ja so gar nicht ergeben hat. Hier gibt es noch ein paar andere Spuren. Ah, die Natur sieht schon fantastisch aus, Leute. Schaut euch das mal an. Traumhaft. Ein traumhaftes Spiel, was Optik angeht, Akustik. Bisschen Luft nach oben ist noch mit den Spuren, wo ich ja immer noch nicht hundertprozentig so das Gefühl habe, dass das immer so exzellent klappt. Die Spurensuche, das Ding nachverfolgen. Da finde ich, können sie noch ein bisschen was machen. Aber ansonsten mit den 4 Schwierigkeitsgraden eigentlich für jeden was dabei. Wobei man auch sagen muss, dass einem auch auf dem ersten oder zweiten da nichts geschenkt wird. Das ist jetzt nicht so, dass du da hier durch die Gegend stampfst und alle 10 Meter ein Tier schießt. Was der ein oder andere vielleicht denken könnte. Es ist nach wie vor eine sehr gute Simulation auf allen 4 Schwierigkeitsgraden. Ich habe bis auf dem schwierigsten die anderen 3-mal ausprobiert. Und finde sie völlig in sich gelungen, definitiv. So, also die Tiere sind ruhig. Bis hierhin haben wir unsere Hausaufgaben halbwegs gemacht. Die sind nicht weggelaufen. Hoffe ich zumindest. Jetzt gehen wir hier mal hoch.
Ja, Leute, so ist das, wenn während einer Aufnahme mal jemand an der Tür klingelt. Ich war kurz away. Sorry dafür. Aber das war jetzt natürlich unplanmäßig logisch. So, jetzt schauen wir mal, wo sind denn unsere Wapitis? Hat auf jeden Fall einen guten Überblick hier. Ah, da hinten am Baum steht einer da. Seht ihr es? Direkt auf 100. Ah, ich habe jetzt die Zahl gar nicht so schnell gesehen oben in meinem Fernglas, aber es war genau gerade. Das ist doch eigentlich schon mein Mann, wie man so schön sagt. Mein Tier. Hier seht ihr es nochmal wunderbar, dass der Hochstand keinerlei Gerüche weiterträgt. Damit natürlich taktisch fürs Jagen auch unfassbar gut ist. Aber macht natürlich nur dann Sinn, wenn halbwegs Tiere in der Nähe sind. Das versteht sich auch von selbst. Aber man kann sicherlich auch in einer guten Position, in einem guten Jagdgebiet sicherlich Hochstandjagen machen. Könnt ihr mir schon vorstellen, wenn man da jetzt Echtzeit vielleicht mal 2-3 Stunden investiert, das mal austestet, wie viele Tiere man in der Zeit da geschossen kriegt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das durchaus interessant und auch, ich sag jetzt mal, in gewisser Weise effektiv sein könnte. So, jetzt heißt es wieder callen. Oh nein, ich will doch kein Weibchen. Da ist das ein Männchen da mittig? Da ist das Männchen. Der muss herkommen, Freunde. Der muss herkommen. Das ist mein Wapiti. Bitte lasst dieses Jagdglück endlich mal zu mir herein durch die Tür. Wir callen nochmal. Ich glaube, er kommt. Er kommt, Freunde. Oh, jetzt könnt ihr glauben, jetzt werde ich nervös. Ich habe schon Wapitis 2-3 Mal in ähnlicher Position gehabt und ja, im Endeffekt zu schlecht geschossen. Und da muss ich jetzt auch sagen, ich werde sicherlich die Taktik versuchen, einen Kopfschuss zu machen. Denn die Aufgabe lautet ja nicht ethisch korrekt, sondern aus 100 Metern ihn einfach sofort zur Strecke zu bringen. Und das ist mit einem Headshot sicherlich noch dazu, wenn ich eine Stufe 5 Waffe habe und Wapiti braucht 6. Oh Leute, jetzt bin ich echt nervös. Jetzt bin ich echt nervös. Das Männchen kommt. Ich bin nervös, ich muss nochmal absetzen. Unglaublich, oder? Aber spricht ja fürs Spiel. Durchatmen. Oh Jens, was ist los? Komm, er muss mit dem Schuss niedergestreckt werden. Das ist die Mission. Ja! Ja! Endlich! Oh Leute, endlich! Boah, ihr wisst gar nicht, wie happy ich bin. Endlich habe ich die Wapiti Challenge hoffentlich geschafft. Vom Lesen her habe ich alles geschafft. Ich hoffe jetzt nicht, dass noch irgendwas Wertungstechnisches oder irgendwas in die Richtung jetzt hier mir dazwischen grätscht. Aber dürfte anhand der Missionsbeschreibung eigentlich nicht der Fall sein. Jawohl! Ah, und es ist gleichzeitig auch mein erstes erlegtes Wapiti. Wie gesagt, ich habe ja im Rahmen der Challenge auch davor schon Wapitis gejagt. Waren den Schüssen nicht sauber, bin ich auch ehrlich. Da lerne ich auch noch dazu. Oh, guckt euch dieses, kein Riesenmännchen, aber schon ein schönes Exemplar, wie ich finde. Definitiv. Sehr schön. Ja klar.
Schädel. Da gibt es nichts zu bewerkstelligen für das Tier mehr. Habe ich gut gelöst. Trophäenwertung. Natürlich nicht verschwendet, klar, durch den Headshot ist klar. Jagdwertung selber 5 Sterne, immerhin. 534 Münzen Verkaufspreis, auch sehr, sehr gut. Mann, was bin ich happy, Leute, dass ich die Challenge geschafft habe und die auch jetzt im Kasten ist für unser Let's Play. Und wie gesagt, Livestreams gibt es. Seid ein bisschen geduldig, weil mein Kanalkollege der Hauber hat mit FIFA 23 aktuell einfach einen sehr, sehr guten Livestream am Start als Projekt. Und wie gesagt, keine Sorge, kommt weiter als Let's Plays, kommt weiter als Livestreams, Way of the Hunter. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, nette Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Jens.